Mein Mann findet die super hässlich. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es Teil 2 von meinem Fashion Try-On Haul bzw. Werbung versus Realität Video. Wer jetzt nicht versteht, was ich meine, ich habe gerade ein Video dazu schon abgedreht, aber es hat sich so viel angesammelt in letzter Zeit, dass ich einfach 2 Videos draus mache, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Die Sachen sind einfach wunderschön, deshalb wollte ich sie euch zeigen, aber wie gesagt, es ist eine ganze Menge, deshalb habe ich einfach 2 Teile draus gemacht. Schaut wie gesagt mal unten in die Infobox, falls es euch interessiert. Es sind ganz, ganz tolle Schätze dabei, also wirklich wunderschöne Sachen und wir machen mit wunderschönen Sachen auch weiter. Schuhe von Zara, die sind hier unten wunderschön. Dann habe ich noch Bershka und Shein und Schmuck habe ich noch. Wir starten aber jetzt direkt durch ins Video, damit es nicht zu lange wird, mit einer Bluse von eben Shein. Die habe ich auch schon in schwarz und von der schwarzen Bluse habe ich euch schon in meinem anderen Video erzählt. Es wird kompliziert, aber ihr kommt bestimmt gleich mit. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal diese wunderschöne Bluse. Das ist eigentlich ein Body, also eine Bodybluse, die super edel ist für 19,64 Euro. Ich habe es euch schon in meinem anderen Video gesagt, dass ich voll der Honk oder Monk bin. Ich habe mir nämlich die Preise einfach hier mit einer Stecknadel dran gemacht, damit ich euch ja darüber berichten kann. Wirklich für knapp 20 Euro der absolute Wahnsinn. Die hat hier hinten wunderschöne Details, eben diese kleinen Knöpfe und dann hier nochmal sowas, damit man das schön zusammen machen kann zu einer Schleife. Die schwarze Bluse hier, die hatte ich schon beim Revlon-Event an, mit der Hose, die ich euch im anderen Video gezeigt habe von Zara. So edel, wirklich Leute. Also da hat Shein nicht zu viel versprochen, wirklich so wie es abgebildet ist, so ist es auch tatsächlich hier, auch vom Waschen her top. Da kann man nichts sagen und ich kann es tatsächlich mit Mango oder Zara zum Beispiel gleichsetzen. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, nur dass es bei Zara oder Mango eben doppelt so viel kostet. Wir machen weiter mit was Lustigem und zwar habe ich gedacht, die veräppeln mich, als das ankam. Ja, ich habe dann auch gleich den Max gerufen und sage ich, Max, guck mal, was die gemacht haben. Die haben die Ärmel zugenäht. Ich bin da nicht durchgekommen. Dabei ist es ein Rock. Wer hätte es gedacht? So lustig. Wir haben uns so kaputt gelacht, aber dieser Rock ist sowas von genial. Und zwar kostet er 21,41 Euro diese Ärmel, von denen ich gedacht habe, es wären Ärmel, bindet man sich vorne zusammen. Und das sieht so genial aus. Der Stoff, der ist so angenehm. Gerade für einen schönen Sommertag zum Beispiel. Einfach Flipflops an oder auch zum Beispiel hohe Schuhe. Sieht auch richtig schön aus. Das passende Oberteil, vielleicht eine schöne kurze Bluse. Richtig genial. Aber wir haben erstmal eine Runde gelacht. Machen wir weiter mit einem schönen Outfit von Bershka. Und zwar habe ich mir das gekauft, als wir in Frankfurt waren. Das ist eine schöne kurze Hose. So sieht die aus. Hier oben auch wieder raffiniert gemacht. Hier hinten ist es so zusammengerafft. Hier kann man sich das wieder zusammenbinden. Und ich habe mir einfach ein schönes weißes Spitzentop angezogen und habe es mit dem passenden Oberteilchen hier kombinieren wollen, aber es war dann so heiß, dass ich das nicht gemacht habe, aber ich mag das super gerne, wenn ich einfach so Outfits habe, die so zusammenpassen. Wisst ihr, wie ich meine? Das Oberteil hat gekostet 35,99 Euro und die Shorts haben gekostet, ich glaube, 19,99 Euro. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall mag ich es super gerne, sowas so eben zu tragen. Dann habe ich jetzt hier noch den Schmuck liegen, den wollte ich euch ja auch zeigen, bevor wir mit einem absoluten Schätzchen weitermachen. Ich halte es mal kurz hoch. Tada! Da haben mich nämlich super viele drauf angesprochen. Und jetzt machen wir aber kurz weiter mit Schmuck. Und zwar habe ich ein neues Armkettchen. Da haben mich super viele auf Snapchat angesprochen und angeschrieben, Heidi, zeig das mal genauer und wie ist das, woher hast du das? Das sieht ja aus wie ein Dupe, zu einer bekannten Marke, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, welche ich meine. Wunderschön mit diesem Kleeblatt hier und zwar ist es von Meinpunkt und es passt halt super gut zu meinen Ohrringen, die ich ja auch schon habe, eben auch mit diesem Kleeblatt. Ich habe auch diese Ohrringe hier von Meinpunkt, da fragt ihr mich ja auch immer wieder, ne? Die sehen ja aus wie so eine Blume, sehen super edel aus, ich trage die auch gerne und oft. Ich meine, ne, wer mir länger schon folgt, der weiß das auch.
dass ich da keinen Käse erzähle und es ist halt von der Qualität so bombastisch, der absolute Wahnsinn. Ich liebe deren Schmuck und deren Seite und ich könnte da jeden Tag gucken, was es Neues gibt. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, den blende ich mal ein, beziehungsweise schreibe euch das auch nochmal unten in die Infobox, da könnt ihr mal vorbeischauen. Also falls ihr Interesse habt an wunderschönen Schmuck, dann könnt ihr da sehr, sehr gerne vorbeischauen. Dann machen wir weiter jetzt eben, wie gesagt, mit diesem Schätzchen hier. Das hatte ich auch schon an in einem Video, beziehungsweise auch auf Snapchat, auf Bildern, auf Instagram. Da haben mich so viele gefragt, wo das denn bitte schön her ist. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist tatsächlich von Shein. Wer hätte das gedacht, für 16,07 Euro gibt es dieses Kleidchen dort zu kaufen. Der Wahnsinn. Ich liebe Spitze, ich liebe schulterfrei. Das sieht so, so edel aus, wirklich. Also da könnt ihr nichts falsch machen von der Qualität. Also es hat auch nicht gestunken, als das Zeug ankam, ne? Da fragen mich auch immer viele und ich bin total begeistert. Also dieses Kleidchen ist der absolute Hammer und das wird auf jeden Fall auch mit in den Urlaub kommen. Und dann kommt noch was mit in den Urlaub, was Lustiges. Jetzt lacht ihr bestimmt, das habt ihr auch schon in dem Vlog gesehen. Da habe ich nämlich den Max ein bisschen verarscht. Habe ich zu ihm gesagt, Max, schau mal, das ist mein neues Kleid. Ich habe mir das nämlich so rumgebunden, hat er sich total kaputt gelacht. Das ist natürlich kein Kleid, das ist ein Badehandtuch in Form von einer Melone. Wie geil ist das denn? Wirklich, also jetzt die paar Male im Schwimmbad habe ich schon immer gehört, die Kinder, Mama, schau mal, die da drüben, die haben eine Melone. Total süß. So findet uns halt auch immer jeder, ne? Wenn du sagst, ja, wir liegen da hinten, weißt schon, wo die Melone ist, ne? Dann wissen alle Bescheid. Und schaut mal, ich habe mir aufgeschrieben, Melone. 17,85 Euro. So lustig. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte mal unten in die Infobox. Da könnt ihr mal vorbeischauen, falls euch irgendwas besonders gut gefällt. Dann müsst ihr einfach nur auf den Link klicken. Dann seid ihr sofort bei dem Produkt. Keine Sorge, ich bekomme kein Geld dafür. Dann machen wir weiter mit einer lustigen Geschichte, mit einer weiteren lustigen Geschichte. Ihr merkt schon, ich habe nur lustige Geschichten. Und zwar zeige ich euch jetzt diesen Rock. Ich habe mich tatsächlich in diesen Rock verliebt. Ich habe immer Schwierigkeiten, Röcke zu finden, habe ich euch auch schon erzählt. Immer sind sie mir oben irgendwie zu weit oder zu kurz, zu lang, was auch immer. Der Rock war perfekt. Er war perfekt für 12,49 Euro. Hier steht's. Bis zu dem Tag, als Lukis Schulfest war und ich mir gedacht habe, ja, setze dich mal auf die Bank und machst mal dein Bein so drüber über die Bank. Ja, und dann ist der Rock knallhart gerissen. Das war natürlich mein Fehler, logischerweise. Also das war hier so zusammen. Ich werde es allerdings auf jeden Fall zum Schneider bringen, weil mir dieser Rock so, so gut gefällt. Ich liebe diesen Rock und für das Geld, ne, kann man echt nichts sagen. Hier unten auch richtig cool gemacht. Und ja, ich bin halt super traurig, dass er kaputt gegangen ist. Aber wie gesagt, das war definitiv meine Schuld und von der Qualität her, da kannst du nichts sagen. Ich meine, klar, ne, wenn dir dein Bein plötzlich einmal kurz, ne, um auf die Bank zu gehen, ja, diese Bewegung macht, dann ist es klar, dass das reißt. Ne? Aber ich habe irgendwie, ich habe geschlafen in dem Moment. Naja, gut, kann ja auch mal passieren. Ne? Dann machen wir weiter mit einer Bluse, die auch wunderschön ist. Allerdings habe ich sie noch nicht getragen, weil es jetzt einfach nicht gepasst hat. Ich glaube, vom Stoff her einfach anziehen, wenn es abends etwas kühler ist zum Beispiel. Ne? Also bei den Temperaturen jetzt würde ich die nicht anziehen, aber ich mag sie super gerne. Hier wieder mit diesen Ärmelchen. Ich habe euch schon andere Sachen gezeigt, die auch wieder so sind. Ich mag das im Moment super gerne. Die hat gekostet 12,50 Euro, da kann man auch wirklich überhaupt nichts sagen. Könnte man zum Beispiel auch mit diesem Jeansrock hier kombinieren, wobei ich zu dem Jeansrock eine andere Bluse getragen habe. Und zwar diese hier, die habe ich euch in meinem anderen Video gezeigt. Ich liebe diese Bluse. Ich liebe diese Bluse für 7,13 Euro. Leute, das ist doch verrückt. Naja, gut. Egal, also auf jeden Fall so viel zu dieser Bluse. Dann machen wir weiter mit einem Oberteil, beziehungsweise kein Oberteil, eher Pyjama, nennt es wie ihr es wollt, da gibt es auch so einen Namen, den weiß ich jetzt aber nicht, für 18,74 Euro. Das habe ich allerdings noch nicht getragen, weil es mir leider viel zu groß ist und weil es jetzt einfach von der Temperatur nicht passt. Aber ich freue mich dann schon im Herbst, das zu Hause einfach zu tragen. Ne? Und hier vorne steht First I Need Coffee. Ein Spruch einfach total lustig. Und ich finde auch die Farbe so schön. Das kann man sich dann hier mit dieser Kordel noch so ein bisschen zusammen machen, damit es nicht ganz so aussieht wie ein Zelt. Auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig cool. Und der Postbote wird sich dann auch kaputt lachen, wenn ich das trage. Machen wir weiter mit einem Teilchen. Und zwar sieht das
so aus, bis wir wieder zu einem Fail leider kommen. Und zwar diesem Schätzchen hier, das hat gekostet 28,56 Euro. Finde ich, sieht super edel aus, für einen besonderen Anlass zum Beispiel. Allerdings ist es so, dass der Stoff mir nicht ganz so gut gefällt. Also da merkt man dann schon, dass es so ein bisschen ein Billigstoff ist, wenn ich das mal so dazu sagen darf. Ja, aber wenn man jetzt mal ausgeht, ne, kann man das schon mal tragen. Hier hinten mit diesem Reißverschluss, finde ich, ist sehr raffiniert gemacht. Von der Abbildung her schon gleich, muss ich sagen, aber man kann den Stoff ja nicht anfassen durchs Bild. Ne? Das geht natürlich nicht. Genauso wie bei diesem Teilchen hier. Da bin ich allerdings ja, noch mal ein Stück weit mehr enttäuscht vom Stoff. Ne? Das ist auch wieder so ein komischer Schwitzi-Stoff. Kennt ihr so Stoff? Das Wort gibt es natürlich nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Für 24,10 Euro. Eigentlich hat mir das total gut gefallen von der Abbildung her. Ne? Hier wieder schulterfrei und hier diese Details hier, ne? Dass ihr euren Arm durchstecken könnt, damit ihr nicht komplett nackt hier oben rum seid sozusagen. Und ja, naja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wie ich es dann kombiniere. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Dann machen wir weiter mit einem Fail leider. Diese Hose ist wunderschön. Ich mag die so, so gerne und die sitzt so, so gut. Ich liebe sie. Die ist so stretchy. Und die hat gekostet 21,42 Euro. Aber, also ich habe die gewaschen und habe sie getragen. Und dann ist der Knopf hier abgefallen, obwohl das jetzt nicht gezwickt hat oder so, ne? Oder du gesagt hast, hey, heute hast du mal eine Pizza mehr gegessen. Nee, also ganz normal, ne? Will ich zumachen und flupp, ist der Knopf ab. Jetzt muss ich das zum Schneider bringen, weil das ist so ein bestimmter Knopf. Also auf jeden Fall finde ich die für den Preis richtig schön. Aber wie gesagt, jetzt muss ich halt zum Schneider rennen und das ist bei uns immer voll der Act, weil der nur an bestimmten Tagen auf hat und ach, das nervt mich schon wieder. Aber egal, ich werde es auf jeden Fall hinbringen, weil die Hose mir einfach zu gut gefällt. Machen wir weiter mit einer richtig schönen Hose und zwar kostet die 26,78 Euro. Die ist so genial. Die ist so genial. Hier unten mit diesem Detail. Schaut mal. Wahnsinn. Die ist so geil. Entschuldigung, das muss ich jetzt echt mal sagen. Hier hinten mit diesem Reißverschluss. Mit High Heels zum Beispiel kann ich mir das super gut vorstellen. Natürlich jetzt nicht unbedingt auf dem Spielplatz, ne, mit den Kindern. Ich meine, das ist klar. Ich glaube, das muss ich auch nicht dazu sagen. Aber so, so genial ist. Diese Hose gefällt mir super gut und ist auch wirklich genauso wie auf der Abbildung. Und auch der Stoff ist hier wieder ein ganz anderer. Richtig schön. Gefällt mir super gut. Dann habe ich jetzt noch zwei Sachen. Und zwar, wie gesagt, das war jetzt auch alles von Shein, ne? Ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht mehr dazu gesagt. Zwei schöne Sachen, die ich mir so als Accessoire noch bestellt habe. Vielleicht könnt ihr es euch vorstellen. Ich blende es euch ja auch ein. Das gefällt mir zum Beispiel super gut, wenn man eben im Urlaub ist. Ja? Also jetzt nicht hier so für den Alltag. Aber für den Urlaub richtig schön. 8,03 Euro kostet eine davon. Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell die Schuhe von Zara. Yay, Schuhe, Schuhe, Schuhe. Und zwar habe ich ein Schnäppchen gemacht bei Zara. Ich liebe diese Schuhe. Schaut euch mal bitte an, wie schön die sind. Das ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Und die sind natürlich auch nicht für den Alltag, jetzt für mich hier geeignet. Aber wenn man was Schickes vorhat, hier ist es so transparent. Oh mein Gott, ich liebe sie. Und die waren reduziert auf 19,90 Euro. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und dann habe ich mir noch diese silbernen Schuhe hier mitgenommen. Hier mit diesem Blockabsatz. Das habe ich mir nämlich gewünscht. Und hier sind die auch wieder so transparent. Und bei mir ist es halt wichtig, dass ich hier vorne sowas habe, weil ich halt leider einen recht breiten Fuß habe. Und da ist es immer super schwierig, was zu finden. Und deshalb mussten die mit, weil die wirklich wie angegossen gepasst haben. Und jetzt kommen wir zu Schuhen, die wahrscheinlich die meisten von euch hässlich finden werden, genauso wie mein Mann. Und ich war heute auch in der Stadt und da meinte einer, der mich kennt, meinte, na, hast dein Hasen dabei? Und ich dachte mir so, was will der von mir? Mein Hasen? Hä, ich habe doch gar keine Hasen, ne? Und dann hat er so runtergeschaut auf meine Schuhe. Das sind natürlich, das hat nichts mit Hasen zu tun. Also da musste jetzt kein Hase für sterben, gar kein Tier musste dafür sterben, um Gottes Willen. Das hat halt hier so Puschel. Ich finde die geil. Ich finde die so genial. Mein Mann findet die super hässlich.
Aber ey, Leute, das ist doch mir egal. Ich meine, klar ist mir die Meinung von meinem Mann wichtig, aber ich trage sie trotzdem. Mir gefallen die halt voll gut, was soll ich euch sagen? Ich finde die irgendwie geil. 19,90 € habe ich dafür bezahlt. So viel dazu, also nicht ein Hasen dabei. Also meine Lieben, das war es soweit von meinem Fashion Try-On-Haul, Werbung versus Realität. Ich glaube, ich habe wieder viel zu viel gelabert. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich euch gezeigt habe. Die Rabattcodes schreibe ich euch auch nochmal alle rein, die ich so habe. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Schaut jetzt auf jeden Fall auch nochmal bei Teil 1 vorbei. Da habe ich euch auch nochmal was zur Lieferzeit erzählt, beziehungsweise zu den Größen und so weiter, was man alles beachten muss. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen, sonst sprengen wir hier auch wieder den Rahmen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss mit meinen hässlichen Schuhen. Ich mag die voll. Was soll das?